Animierte Pfeile kann man immer mal wieder gebrauchen und deswegen habe ich dir 10 Presets unten in der Beschreibung verlinkt. Einfach das DRFX-File downloaden und doppelt anklicken und mit DaVinci Resolve 17.2 sollte sich das automatisch installieren. Und dann findest du diese 10 Presets in der Effekt-Library unter Generators. Einfach oben nach Arrow suchen und dann findest du es schon. Und noch ein kleiner Pro-Tipp, falls du Neon-Pfeile haben möchtest, kannst du ganz einfach in das Preset reingehen, eine Soft-Glow-Note hinten dranhängen und wenn der Glow farbig sein soll, einfach einen der Channel abhaken oder mehrere der Channel abhaken. Viel Spaß damit und wenn du mich unterstützen willst, dann lass gerne ein Like da und kommentiere. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.